heute möchte ich Ihnen was über den Spargel erzählen. Jetzt geht es ja langsam an. So ab April bis Johanni, also bis Mitte Juni, gibt es bei uns den heimischen Spargel. Sie kriegen ihn in grün und in weiß. Und es ist eigentlich egal, welche Sorte Sie nehmen. Sie haben immer ein tolles heimisches Gemüse. Er hat 94% Wasser und hat im Schnitt sage und schreibe 6 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das ist also für alle, die abnehmwillig sind und dabei ihren Körper auch noch gute Mineralstoffe und Vitamine zuführen wollen, ein ideales Gemüse. Ja, sie haben zwar wenig Ballaststoffe im Spargel, aber sie haben einen besonderen Ballaststoff drinnen. Das ist das sogenannte Inulin. Das ist ein Ballaststoff, der in unserem Darm dafür sorgt, dass unsere Darmbakterien auch Nahrung haben. Also das ist was ganz Tolles, denn die Darmbakterien müssen sich ja vermehren, dass unsere Verdauung gut funktioniert. Aber wir haben noch viel, viel mehr tolle Sachen im Spargel drinnen. Zum Beispiel Zink ist drinnen und Eisen ist drinnen und ganz viel Vitamin C, also Magnesium, alles, was Sie sich nur vorstellen können. Und hunderte von sekundären Pflanzenstoffen. Und das sind eben unsere unschlagbaren kleinen Schmittelchen, die wir haben, die so gesund sind für uns. Das ist auch das, was Hildegard von Bingen schon immer gesagt hat. Wenn man ein Gemüse isst, hat man immer mehr davon, als wenn ich einen isolierten Stoff nur esse. Die sekundären Pflanzenstoffe, die im Spargel drinnen sind, die helfen uns bei ganz, ganz vielen Krankheiten. Sie kennen sie von den Zwiebeln vielleicht, Sie kennen sie aber von den Lauchgewächsen, vom roten Gemüse. Wir haben mehr als 10.000 davon und die können Sie nur in Verbindung mit Nahrung zu sich nehmen. Das heißt, das sind so Abwehrstoffe, die Zwiebeln vielleicht manchmal aufbauen. Das sind diese unangenehmen, beißenden Gerüche, aber uns helfen sie in der Gesundheit. Was auch noch ganz toll ist beim Spargel, das ist die entwässernde Wirkung. Also er besteht ja zu 94% sowieso schon aus Wasser. Sie führen sich also auch sehr viel Wasser zu mit Spargel. Aber er hat auch nochmal die Eigenschaft, praktisch zu entschlacken und zu entwässern. Denken Sie immer dran, dass Sie ausreichend trinken, wenn Sie Spargel essen. Denn Ihr Körper benötigt ja auch immer genügend Wasser. Nutzen Sie die Zeit, wenn es unseren heimischen Spargel gibt. Am besten ist, Sie kaufen ihn ja beim Spargelbauern direkt vor Ort. Wir haben auch im Landkreis Spargelbauern. Aber wir haben auch viele Verkaufsstände aus den Nachbarlandkreisen, die zu uns kommen und Spargel kaufen. Am besten ist er, wenn er frisch geerntet ist, wenn er noch keine eingetrockneten Schnittstellen haben. Und Sie erkennen frischen Spargel daran, wenn Sie ihn aneinander reiben, dass er quietscht. Wie ist das mit dem Spargel? Ich habe ihn hier eingeschlagen in ein feuchtes Tuch. Ich habe hier weißen Spargel und ich habe auch noch grünen Spargel. Wenn Sie den Spargel kaufen, dann ist er ja aus der Erde draußen, dann wird er relativ schnell, verliert er an Feuchtigkeit. Spargel besteht ja zu 94% aus Wasser und trocknet aus und verliert natürlich dann auch an Qualität. Wenn Sie einkaufen und wollen noch etwas aufheben, dann schlagen Sie ihn so wie ich in ein feuchtes Tuch ein, stecken das noch in die Tüte und dann können Sie ihn bedenkenlos noch ein, zwei Tage im Kühlschrank lagern, ohne dass er an Feuchtigkeit verliert. Schauen wir mal, wie wir den Spargel schälen und wie sie überhaupt eine gute Qualität erkennen. Es gibt ganz unterschiedlichen Spargel. Wir haben hier den weißen Spargel und wir haben den grünen Spargel. Nicht nur, dass sie eine andere Farbe haben, sie haben auch ganz unterschiedliche Köpfe. Und das ist wichtig. Beim weißen Spargel erkennen Sie die Qualität daran, dass der Kopf geschlossen ist. Während man beim grünen Spargel hier sieht, dass der Kopf sich schon langsam öffnet. Wenn man beim Spargelbauern seines Vertrauens kauft, kann man die Spargelstangen auch schon geschält bekommen. Ist für Ungeübte manchmal auch eine Möglichkeit. Sollten Sie Ihren Spargel lieber selber schälen, empfehle ich Ihnen, ich habe hier schon einen Teil vorgeschält, dass Sie die Stangen nehmen und auf jeden Fall die unteren Enden, die oft sehr trocken sind, erstmal knapp abschneiden. Ich habe hier schon von vorhin vorbereitet. Sie sehen, ich sammle die Abschnitte und die Schalen, denn es gibt hinterher nochmal eine ganz tolle Spargelcremesuppe. Es wäre viel zu schade, wenn man den guten Sud einfach wegwerfen würde. Ja, Sie können jetzt den Spargel entweder in die Hand nehmen und ich nehme gern von dem Bügelschäler dazu, einen Sparschäler, und ziehen hier von oben vom Kopf vorsichtig nach unten. Ist Ihnen das Ganze etwas zu unangenehm, wenn Sie so in der Luft balancieren und Sie haben wenig Übersicht, was Sie hier so tun, dann können Sie das Ganze natürlich auch machen, wenn der Spargel auf dem Brett
schon drauf liegt. Das hilft, ja, wenn man mit der Motorik Probleme hat, vielleicht auch Arthrose oder irgendwelche Gelenkserkrankungen hat, geht es auch gut, dass man den Spargel auf das Brett legt und hier an der Spitze anfasst, Vorsicht, und mit dem Sparschäler zieht und immer ein Stückchen weiter dreht. Das hat auch den Vorteil, ich sehe immer ganz gut, wo ich das nächste ansetze und dann bin ich schon zu Ende. Man sagt immer, der weiße Spargel, ja, ist teurer, ist auch komplizierter in der Ernte. Vielleicht haben Sie schon die großen Folientunnel überall gesehen. Es ist aber nicht so, dass die nur einmal benutzt werden und dann weggeworfen werden, sondern die hat der Spargelbauer in der Regel ja so 7 bis 8 Jahre in seinem Feld im Einsatz und dann werden sie recycelt und können wieder dem Kreislauf zugeführt werden. Der grüne Spargel wächst also aus oberhalb der Erde, wächst heraus, ist daher einfacher zu ernten und ist manchmal preisgünstiger. Der grüne Spargel heißt immer, er muss nicht geschält werden. Wenn Sie jetzt aber so wie ich schon dickere Stangen haben, die sind trotzdem manchmal schon ein bisschen in der Schale verholzt. Man kann es feststellen, wenn man unten den Anschnitt wegschneidet, wenn es sich hier so butterweich schneidet, ist eigentlich kaum eine Verholzung da. Wenn es schon härter ist zum Schneiden, dann müssten Sie einfach das untere Ende nehmen und hier für im unteren Drittel die Schale wegnehmen. Da lieber ja, großzügig sein beim Schälen, damit man keine bösen Überraschungen erlebt hinterher. Aber wie gesagt, es reicht, wenn Sie hier das untere Drittel schälen. Und ich empfehle Ihnen beim grünen Spargel auch, legen Sie den Spargel, habe ich noch einen, der ungeschält ist? Nee, nimmer. Aber legen Sie ihn auf, dann schaffen Sie es auch bei den dünnen Spargelstangen, dass Sie das untere Drittel schön schälen, ohne dass Sie, ja, dass er Ihnen bricht dabei. So, wenn der Spargel geschält ist, dann kommen wir zum Kochen des Spargels. Bei fast allen Rezepten ist es so, ja, dass der Spargel bissfest vorgegart wird. Sie können Spargel natürlich auch für die nächste Saison sich gleich eingefrieren. Dazu wird er küchenfertig vorbereitet, so wie er jetzt hier ist. Das heißt geschält, die Enden sind weg und er wird eingefroren. Schön eng in Gefriertüten rein, die Luft rausziehen, gut verschließen und dann in die Gefriertruhe. Und wenn Sie ihn dann zubereiten wollen, nach der Spargelsaison, sollten Sie ihn immer gefroren in kochendes Salzwasser geben mit etwas Butter. Dann hat er eigentlich fast die gleiche Qualität, als wenn Sie frischen Spargel gehabt haben. Wir Landfrauen sind ja bekannt für unsere regionale und saisonale Küche. Und natürlich gibt es auch für den Spargel ganz tolle Rezepte, wie Sie ihn auf unterschiedlichste Art und Weise jeden Tag wieder zubereiten können. Ich habe für Sie ein paar schöne Videos zusammengestellt. Die finden Sie bei mir auf der Homepage www.renatexmeier.de. Wenn Sie hier ein bisschen nach unten scrollen, finden Sie die schönen Videos von Mittelfranken in Videoform, wo ich Ihnen auch einzelne Spargelrezepte vorstelle und auch dann die Rezepte dazu hochgeladen habe, sodass Sie es jederzeit einfach nachkochen können. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Guten Appetit und machen Sie es gut.